Lizenz kaufen. Das halte ich ja für ein Gerücht, ne? Ich weiß nicht. Also, wir stecken nicht drin. Ist, aber halt es ist ja wie immer dieses Scheinheilige dann. Ja, ich hatte keine andere Wahl. Wissen wir ja nicht. Also, wie gesagt, ich will ihn nicht in Schutz nehmen. Ich will ihn aber auch jetzt irgendwie nicht recht geben. So, es wird, irgendwo gibt es zwei Ansichten wahrscheinlich. Also, das ist halt so eine Sache. Also. Alter, so frisch ist. Boin, boin. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Technical Overload. Hi. Ah, ihr wisst ja, wer dabei ist. Hat sich ja seit 70 Folgen nicht geändert. Wer ist denn dabei? Heute Gronkh! Gronkh! Der hat ja eine Rundfunklizenz, habe ich gehört. Ne, Fias, geht es dir auch schon schlecht mit wegen der Rundfunklizenz? Naja, ich bin jetzt noch nicht in der Größe, dass ich angeschrieben werde. Ne, Fias, das ist völlig egal, welche Größe man hat. Das stimmt theoretisch, aber die Rundfunkanstalten oder Landesmedienanstalten heißt es ja. Die gucken erstmal da, wo das Geld liegt, ne? Ne, Fias, bei dir liegt auch das Geld. Ich hab da weiß ich nichts von. Dich erstmal angezeigt. Da weiß ich nichts von. Erstmal Ne, Fias anzeigen. Die ersten sind schon deswegen wir wandern jetzt in die Schweiz aus. Ja, wer denn? Das sind auch zwei Twitch-Streamer, zwei Deutsche. Tinker Leo, kennst du wahrscheinlich sogar. Die hat mit Hose mal öfter was gemacht. Achso, ja. Und ihr Freund, Schlurox. Das sind beides Twitch-Streamer und bevor die sich jetzt die Lizenz holen, Tinker Leo wollte wohl eh schon mal in die Schweiz ziehen, aber dieser Schlurox, ihr Freund, wollte das nie. Und er hat halt gesagt, Schweiz, das finde ich so cool. Dann waren die aber einmal jetzt im Urlaub in der Schweiz, dann hat er gesehen, ja, Schweiz ist ja eigentlich ganz chillig so, also so schön da und so, ne? Und die Lizenz hat halt den letzten Arschtritt gegeben. So, weißt du, so, ja, bevor wir jetzt die Lizenz kaufen, wandern wir aus. So nach dem Motto. Was würdest du tun? Also, wenn ich in der Lage wäre, oder in der Position wäre, dass es egal wäre, wo ich wohne, würde ich mindestens in ein anderes Bundesland ziehen. Welches würde dir vorschweben, welches Bundesland? Da, wo die Landesmedienanstalten noch keinen angeschrieben haben, weil NRW ist das einzige Land, wo die bisher angeschrieben wurden. Welches liege dir dann besonders nahe? Boah, wahrscheinlich dann eher Hamburg oder so. Bayern würde ich nicht wollen, ich weiß nicht, das ist so, Bayern ist so, nee. Meinst du, sie sind smarter in Hamburg? Ja, Berlin mag ich nicht. Hessen könnte man auch noch, eigentlich, Hessen ist eigentlich auch ganz schick, kann man eigentlich auch noch machen. Eigentlich auch ganz, ganz nice eigentlich so, ja, so in die Ecke, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall mindestens aus NRW raus, wenn ich Wahl haben müsste, ob ich jetzt, andererseits, die Lizenz kostet im Jahr 2500 Euro. Kommt drauf an, wie viel man verdient. Wenn du sagst, ist eh scheißegal, ich habe eh genug Kohle, muss man halt abwägen, ne? Aber ich glaube, so Minimum anderes Bundesland wäre bei mir schon drin. Ach, genug Kohle hast du doch nie. Ja, aber so zu sagen, dass du sagen kannst, ja komm, die 2,5 merke ich jetzt nicht mehr. Ja, ich glaube, Gronkh ist so einer. Aber auch wenn er sagt, er ist nicht reich, aber er wird schon genug verdienen damit. Also, der hat gesagt, er merkt das. Ja. Der würde uns Zuschauer nie im Leben anlügen. Ja. Nicht klar, so, merkt er das. Wenn man drauf achtet, merkst du das. Klar, aber. Nicht, dass ich jetzt irgendwie aktiver Zuschauer von ihm gewesen wäre oder so, aber. Ja, aber jeder hat diesen Rundfunk-Vlog gesehen, oder? Halt ja, ich glaube ja. Also ja, fast. Also viele. Sagen wir viele. Viele, die mit der Materie sich informieren wollten, haben das geguckt. Ganz genau. Ist halt auch ein Arschtritt, dass er sich jetzt die Lizenz gekauft hat, ne? Für alle anderen. So, Pizza ja. Hat die ganze Zeit darum gekämpft, dass da nichts gekauft wird. Und verstehe ich auch nicht, warum er das dann jetzt. Ist halt, ja, weil er, glaube ich, tiefer in der Scheiße steckte und hätte die Wahl gehabt, angeblich gar nicht streamen oder halt sich jetzt sofort die Lizenz kaufen. Das halte ich ja für ein Gerücht, ne? Ich weiß nicht. Also, wir stecken nicht drin. Ist, halt aber es ist ja wie immer dieses Scheinheilige dann, ja, ich hatte keine andere Wahl. Wissen wir ja nicht. Also, wie gesagt, ich will ihn nicht in Schutz nehmen, ich will ihn aber auch jetzt irgendwie nicht recht geben. So, es wird, irgendwo gibt es zwei Ansichten wahrscheinlich. Also, das ist halt so eine Sache. Also, wir kennen die Wahrheit nicht. Wir kennen nur das, was er nach außen trägt. Und, naja, die Landesmedienanstalten sagen dazu ja eh nichts. Also, wer sagt dazu eh nichts? Die Landesmedienanstalten. Die stecken sich jetzt die Kohle ein und ist gut. Das ist ja auch nur in NRW, ne? Der Typ, der in NRW Chef von den Landesmedienanstalten ist, der war früher RTL-Typ.
Und jetzt wird halt vermutet, der hat halt gesehen, ja, auf Twitch sind ganz viele NRW-Streamer, schreibt die doch mal an, das kann ja nicht angehen, dass wir hier für Fernsehen ohne Ende Kohle kriegen, aber die machen hier ihr eigenes Programm, so, weißt du, dass das so ein RTL-Typ ist, halt, weißt du? Naja, aber es ist halt schwer. Verständlich, ja, ist es. Und jetzt wurde halt letztens veröffentlicht auf Twitter, ging ein Bild rum, dass das Durchschnittsalter beim Fernsehen 44 ist. Ja, überleg mal, warum. Ich gucke auch kein Fernsehen mehr. Ich gucke auch nur noch im Internet Kram. Nö, ich gucke ab und zu mal Fernsehen. Ich habe ja nicht mal einen Fernsehanschluss. Ab und zu gucke ich Fernsehen, du. Ich habe nicht mal einen Fernsehanschluss, von daher. Jahrelang hatte ich DVB-T-Antenne, weil die halt nichts gekostet hat. Weißt du? Aber jetzt haben sie DVB-T ja abgeschafft und jetzt muss ja auch für DVB-T bezahlen. Deswegen habe ich gar keinen Fernsehen mehr. Kannst du nicht machen, Nifias. Nö, brauche ich nicht. Wofür brauche ich das? Wo guckst du, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt? Guck ich nicht. Ich habe scheiße Fußball interessiert mich den Scheiß. Außerdem könnte ich das wahrscheinlich auch hundertprozentig irgendwo im Internet nachgucken. Kann man dann auch. Siehste, also von daher, was kann ich im Internet? Das ist es halt, weißt du. Ja. Ich spiele jetzt schon mit dem Gedanken, auch mir hier ein Fußball-Abo zu haben. Vor allem heißt es hier auch immer in Deutschland, in Deutschland wäre das Fernsehen ja so billig. Hä, wenn ich bei Unity Media ein Fernsehpaket mitbuche, dann bin ich auch bei 80 Euro im Monat. So, weißt du, das ist dann auch so. Oh, mein Minecraft ist abgestürzt, glaube ich. Minecraft ja. Ist also, dann bin ich auch bei 80 Euro. Und in Amerika zahlen die natürlich ein bisschen mehr Kohle für ihr Pay-TV. Aber trotzdem kriege ich ProSieben und so nur, wenn ich UDC Media bezahle. Ist ja auch nicht gratis hier in Deutschland. Und in Deutschland so, das ist immer so günstig hier. Oh, ja, schön. Ja. Für Sky bezahlst du ja auch, wenn du dein Fußballprogramm willst. Ja, das ist es halt. Ich verstehe das alles nicht. Es könnte doch alles free for all sein, ey. Das wäre doch mal eine Sache, wenn das alles frei verfügbar wäre. Im Internet. Zahlst ja auch schon GEZ. Obwohl du die Programme nicht nutzt. Eben. Wobei auf YouTube weiß man das mittlerweile kaum noch, was da jetzt Funk ist und was nicht. Stimmt, da gibt es ja auch viele Funkkanäle. Also hier, Twin TV. Weiß nicht, Twin TV? Worldwide Wohnzimmer hier, ich weiß nicht wie. Ja. Zimmer. Die gucke ich manchmal. Die sind ja auch von Funk. Oder Klimansland, gucke ich auch manchmal. Okay. Ne? Ich habe hier Dings geguckt, wie hießen die? Die Filmfabrik. Das war ja Mediakraft. Ja. Aber das habe ich halt geguckt, weil die Typen halt so cool waren. Und die sind jetzt zu Funk gewechselt. Und jetzt wurde der Kanal ja dann an andere abgegeben von Mediakraft. Und die sind scheiße. Das ist strange. Ja, keine Ahnung, das wurde jetzt erst am Wochenende. Du kannst halt auch revealed. Du kannst halt nicht zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt das Minecraft-Projekt hier. Die Leute, die das gucken, die wollen ja uns beide quatschen hören. Mhm. Vom Minecraft-Spielen sehen kann man ja nicht reden. Die wollen uns ja quatschen hören. Letztens habe ich auch einen Kommentar bekommen, der lässt das immer so nebenbei laufen, wenn er die Wohnung putzt oder so. Stimmt, das hatte ich auch gelesen. Fand ich gut. Total cool. Finde ich okay. Super. Ist egal, wie ihr es konsumiert. Wenn ihr konsumiert, bin ich schon glücklich. Hauptsache, ihr konsumiert. Genau. Der erste Schuss ist immer gratis. auf jeden Fall. Du kannst jetzt zum Beispiel nicht hier zwei andere reinsetzen. Das ist total strange. Du kannst nicht einfach. Kannst du schon, aber. Ja, aber es guckt dann keiner mehr, weil die Leute dann das doch nicht mehr juckt. Chef von TV Total hätte auf einmal Günther Jauch gemacht. Das hätten die Leute ja weitergeguckt. Meinst du? Ja, einige Sendungen werden ja. Da wird ja der Moderator ausgewechselt. Wetten das habe ich schon. Habe ich nach Gottschalk nie wieder gesehen. Ich auch nicht. Und aber der Lanz ist halt, weißt du, das war halt kacke. Aber es gibt auch hier Sachen, weißt du, da ist das nicht so schlimm, wenn die Moderatoren wechseln. In der Tagesschau. Zum Beispiel? Ja, okay, da juckt sich nicht. Oder bei hier. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Fußballmoderatoren. Ja, zum Beispiel. Aber da hast du ja auch deine Lieblinge. Das stimmt. Aber guckst du auch die anderen an. Ja, weil du keine andere Chance hast. Ist halt so dann. Eben. Du willst und das Spiel jetzt sehen. Hier da labert halt ein anderer. Aber du hier hättest du halt auch vielleicht keine Chance, weil du willst ja auch
das sehen? Die wollen, also die Leute, die hier kurz zugucken wollen, kein Minecraft sehen. Die wollen eigentlich nur einfach Gelaber hören. Wir können auch einen Podcast machen. Ich habe heute auch gelesen, mach doch einfach Gaming, oder zu einem anderen gesehen, der zu dem gesagt wurde, mach doch einfach Gaming, ist da auch wie ein Podcast mit Videospiel im Hintergrund. Ja, wir können, ist das Projekt hier gerade im Prinzip? Es ist ein Gaming-Podcast. Wir könnten halt auch Podcast machen. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute das feiern würden. Ein Podcast? Nee, Podcast ist immer schwer umzusetzen. Ich hatte ja jetzt diesen den Plus Ultra Podcast, der jetzt auch eigentlich öfter kommen soll, aber wir kamen da noch nicht zu. Was hattest du? Das ist schon ein Podcast haben wir doch jetzt. Also ich hatte da mit einigen Nintendo-Leuten machen wir jetzt einen Podcast. Was? Ja. Habe ich auf Twitter geteilt, hast du nicht mitgekriegt, wa? Nee. Komm, hab dich nicht, ich hab dich geblockt. Auf jeden Fall sollte das auch öfter kommen. Aber Podcasts sind so eine Sache. Auf YouTube kannst du die eigentlich schlecht hochladen. Weil eigentlich ist das ja so ein. Ja, das ist dann halt echt, das müssen dann Leute gucken, die beim Putzen das hören wollen. Wo das Video keine Rolle spielt, weil du willst ja keine Einblendung machen mit einem Podcast. Weil sobald du anfängst mit Einblendungen und Video, ist das kein Podcast mehr an sich. Dann ist das schon ein Videoformat, so, weißt du, wo du dann Einblendungen hast, wo das im Hintergrund passt. Mhm. Und das ist halt schon schwer zu formaten. Soundcloud ist auf Dauer nicht gratis. iTunes ist voll anstrengend. Und einen eigenen Server hat auch nicht jeder. Das ist halt. Ach. Was macht man dann? Entweder am besten einen eigenen Server haben. iTunes ist halt. iTunes musst du dich dann durchprügeln, damit die Leute es auf iTunes haben. Aber dann schließt du die Leute auf Android, glaube ich, aus. Was mit Spotify? Spotify Podcast? Ich weiß nicht, ob das geht. Ich glaube, das geht nicht. Wie, Spotify hat Podcast. Ja, aber musst du dich dann da irgendwie anmelden oder wie läuft das? Ich hab mich damit nicht beschäftigt. Wie oft habt ihr den Podcast denn gemacht? Bitte? Wie oft habt ihr den Nintendo-Podcast denn gemacht? Einmal erst. Und wann? Boah, das ist schon ein paar Wochen her. Ja, guck mal, deswegen weiß ich das auch nicht mehr. War der letzte? Mit wem war denn das? Wann war der letzte? Ich denke, ihr habt das erst einmal gemacht. Ja, das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Warte, ich weiß das Datum nicht mehr. Auf was für einem Kanal lief das denn? Bei Z-Slayer lief der. Aber der ist halt auch auf iTunes und so. Und der muss aber auch nicht nur bei Z-Slayer laufen. Der kann auch, wenn ich den hochlade oder wenn ich dabei bin. Wie schreibt man den denn? Z-S-L-E-Y-E-R. Bin ich bescheuert? Das war Weihnachten. Vor Weihnachten haben wir es, glaube ich, gemacht. Oder. Ja, vor Weihnachten haben wir den aufgenommen. Das war noch vor Weihnachten, als wir es gemacht hatten. Achso, schreibt mal das. Also Z-Slayer. Ja. Mit L-E, nicht A. Bei 32 Abonnenten kann nicht richtig sein, oder? Nee. Was machst du denn? L-E. Z-S-L. Z-S-L-E-Y-R. Slurr! Nein. Ich krieg Gewehre. 50.000 Abonnenten. Was? S, also Z-S. Ich geb dir jetzt einfach den Link zum Podcast, meine Fresse. Warte, ich hab den schon gefunden. Ach, ER. Ja. Okay, ich hab ihn. Ich hab's jetzt. Goddammit. Jetzt hab ich drauf gedrückt. Ich muss schnell rollen. Okay, gut. Ich musste schnell Ton ausmachen. Aha. Ach Mensch, so eine Werbung kriege ich jetzt also. Ja, DNA-Tests. Da kannst du DNA-Tests machen. Dann kannst du herausfinden, wer deine wirklichen Eltern sind, Nefir. Ich glaube, ich habe gerade in deinem Bettchen geschlafen. Das war keine Absicht. What? Ich dachte, das wäre mein Bettchen. Ich bin da ganz geistesabwegig in der Nacht hingelaufen. Lalalala. Ich setze mal lieber einen neuen Spawnpoint. Ich habe reingepupst. You can only sleep at night. Ja gut, dann musst du wahrscheinlich Spawnpoint. Aber du musst in dein Bett rechtsklicken, dann hast du ein neues Spawnpoint-Set. Habe ich gerade auch gemacht. Okay, ja, das ist vom 24. Dezember. Ja, guck mal, genau. Deswegen habe ich das auch nicht mitgekriegt. Was andere Sachen zu tun gehabt? Ja, Weihnachten. Junge. Nächster, wir haben ja auch einen Discord, wo ganz viele Nintendo-Leute drin sind und dann sollte das da mit den Leuten kommen. Aber immer einen Termin zu finden ist halt, wo alle können, ist halt immer.
guck mal, deswegen ist es einfacher, wenn wir beide einen machen. Das ist ja, aber wir können das. Denn wir haben ja einen festen Termin. Ich habe nämlich jetzt auch letztens einen anderen Podcast gehört. Und da waren auch nur zwei. Das war ein dänischer Podcast. Wir waren drei da in dem. Das waren nur zwei. Ja, zwei ist ja auch okay. Ich kenne hier Auf ein Bier. Kennst du auch, meinst du Auf ein Bier oder zwei. Was? Nee, ich habe einen dänischen gehört. Auf ein Bier sind drei, eigentlich offiziell. Da ist ja noch der, der Stange von GameStar dabei. Ja. Aber gut, gut. Gut, wenn du sagst nein, dann. Ich find's ja traurig hier. Manchmal eigenen Podcast. Podcast hat ja aufgehört, ne? Es ist ja ein bisschen sad, ja. So ein bisschen. Ist okay. Mehr Zeit für Hörbücher. Ich fand's ein bisschen, das war freitags zwar immer ganz gut. Dann hast du freitags mal was Neues gehabt. Wenn du dann unterwegs warst, konntest du den reinziehen. Das stimmt. Ich fand's immer doof, wenn Pete nicht selbst dabei war. Ich weiß nicht, das war irgendwie. Tja. Wo sonst? Deswegen der Gorofias Podcast. Gorofias Podcast. Oder Nefi bei. Aber Podcast ist echt anstrengend, da brauchst du immer ein Thema, ey. Das ist echt hart, ey. Wir haben auch Themen. Hier, wir labern doch die ganze Zeit. Aber wir sind nicht strukturiert. Wir sind nicht strukturiert genug für einen Podcast. Brauchen wir nicht. Das ist ja das Witzige. Das ist ja das Witzige. Dass wir unstrukturiert sind. Das ist ja das, was die Leute so mögen. Deswegen guckt er, oder deswegen hört er das ja beim Saubermachen. Bestimmt nicht, weil. Damit sich seine Unstrukturiertheit auch aufs Putzen, oder unsere Unstrukturiertheit auf sein Putzen auswirkt. Ganz genau. Wenn du bei dem zu Hause guckst, ist das bestimmt so voll komisch geputzt, so Streifen, weil sie genau, weil der genauso springt wie wir in den Themen. Das ist möglich. Das möchte ich nicht ausschließen. Naja, naja. So, und weil wir jetzt ein bisschen strukturierter sein sollen, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet das nächste Mal wieder ein bei Minecraft Technical Overload. Bis dann. Haut das mal rein. Ciao. Ciao.